Einen voluminösen guten Morgen wünsche ich euch, ihr Lieben. Call on me. Ich bin gar nicht in der Stimmung gerade, also kann es gerne wieder gehen. Dirties, heute steht der Musikvideodreh für die zweite Single an. Und das ist ein Feature mit der einzig wahren Konya Körbel. Konya! Hi! Konya. Ey, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Klasse. Das ist ein Mega-Name. Ich glaube, so nenne ich meinen Sohn. Wir sind jetzt gleich bei der ersten Location. Dude, bist du aufgeregt? Ja. Ehrlich? I'm shaking. Oh mein Gott! Yeah. Also ich würde mal sagen, bist du ready? Du weißt nicht, ob du das sagen darfst, ne? Hast du gerade überlegt? Mirelle, ich würde mal sagen, bist du ready? Darf ich es ja sagen? Oh, ja! Ja, Dude! Mirelle, was sagst du? Bist du ready? Ja, ich bin ready für den Runaway. Übergang. So, Mirelle und ich sind jetzt in der ersten Location angekommen und wir müssen jetzt quasi schon mal den ersten Runaway machen. Ja. Also so ein bisschen zusammen rennen. Wir zeigen euch mal, wie wir rennen. Weil das muss man auch üben. Das ist nicht einfach so geradeaus. Ja. Alter, meine Schuhe tun richtig weh, Mann. Meine auch. Die schnüren richtig doll. Ich sag mal so, eigentlich hätte ich Sicherheitsschuhe anziehen sollen oder Wanderboots, nicht? Aber das hätte nicht ausgesehen. Nee, das hätte nicht ausgesehen. Mirelle macht jetzt eine Performance. Ihre erste. Und zwar, Mirelle, du machst jetzt drei Hampelmänner. Los, und los. Genau. Und dann drehen. Und nochmal andere Richtung drehen. Und Kniebeuge. Zwei. Klasse. Okay, abgedreht. It's a wrap. So, Dude, zeig, wer du bist. Versteck dich nicht hinter dem Pfeiler. So, hier wird gerade fleißig aufgebaut. Wir kümmern uns hier gerade noch um schickes Licht und dann geht's los. Dude, bist du ready für den Runaway? Hi Dirties. Ey, keine Ahnung, was los ist, ne? Aber momentan schmeißen irgendwie alle Mütter ihre Vögel aus dem Nest. Wir haben letztens, da sind wir mit einer Leiter durchs Dorf gegangen und sind zu so einem Nest gegangen, wo oben Vögel waren, weil da nämlich schon 3 Stück tot auf dem Boden lagen und ich dachte mir, ey, den Rest müssen wir retten. Und jetzt kommen wir eben nach Hause und es liegen 2 tote Babyvögel. Wie nennt man eigentlich Babyvögel? Eier? Vögellein? Alter, bin ich dumm? Küken! Wir werden die jetzt begraben und dann gucken wir im Nest, ob da noch welche sind, die wir irgendwie noch retten können vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme, du. Mein Baby. Echt? Der hat Hunger. Ich hoffe, dass der macht seinen Schnabel auf. Nee, das wird nicht die Mutter sein, sonst wird die zu ihren Kindern gehen. Oder? Digga, nicht, dass die mich gleich angreift. Geh sonst mal runter und lass mal weggehen. Aber nicht, dass die wieder runterschmeißt, Digga. Was für Vogelmutter, Rabenmutter. Hallo, du denkst auch, die schmeißt ihre Kinder von mir. Du, wir brauchen Regenwürmer. Erstmal holen wir das nicht da runter? Ja doch, aber wir brauchen einen Wurm oder so. Ja, wir buddeln gleich eine Runde. Oder vielleicht haben wir Maden an unserer Biotonne. Also Leute, ich glaube, ein Babyvogel ist da noch drin, ne? Das holen wir jetzt gleich da runter. Weil das hat schon, als ich hochgekommen bin, hat es so den Schnabel aufgemacht. Ich glaube, das hat Hunger. Vielleicht ist die Mutter nicht mehr da oder so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gut ist, den da rauszuholen. Aber nicht, dass der auch so wie seine beiden Bros jetzt da auch runterfällt. Oh, ich habe richtig Angst, dass der da runterfällt. Mirelle, google mal bitte, was die brauchen. Mirelle, was hast du da? Ich habe eine Zwiebel auf dem Ohr, ich bin dünn. Mirelle ist ein bisschen, die hat dicke Mandeln, aber warum machst du deine Ohrenschmerzen? Achso, okay. Erzähl, so, was brauchen die? Also, der soll warm, kein Wasser, erst füttern, wenn er sich warm anfühlt und nur frische Sachen, so frisch gefangene Fliegen und so. Keine Würmer, keine Maden. Digga, 5-Sterne-Resort oder was? So, wir checken jetzt einmal kurz, ob die Mutter da jetzt wieder hinfliegt. Aber Mirelle, Digga, nicht, dass sie die wieder rauswirft. Ja, du denkst auch, wir sind jetzt Jugendamt, ne?
gerade, ich habe Angst, dass die runterschmeißt. Dude, die schmeißen nicht ihre eigenen Kinder runter. Ja, Digga, meinst du, die sind alleine am Selbstmord begangen schon? Ja, nein, meistens ist das so, weil ihre Mutter weg ist oder so, weil die Futter holt und, keine Ahnung, tot ist. Und dann springen die aus dem Nest, weil die fliegen wollen und selber Futter holen wollen, glaube ich. Ich habe jetzt ein bisschen was fürs Interieur getan. Denk mal, Ausnahmezustand. Wir haben Fliegen, wir haben Maden, will er beides nicht. Kollege, was willst du? Dirty, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht so richtig, ob das gut war, ihn in die Hand zu nehmen. Aber so ist er wenigstens richtig warm. Ich konnte ihn sonst nicht richtig wärmen. Wir versuchen gerade alles, sogar Obstfliegen einfach zu kriegen. Los, erwisch mal eine jetzt. Du bist viel zu klein für die Löcher. Fliege auf der Schulter. Noch lebendig sein. Boah, Leute, Miran und ich sind so froh, Mama ist jetzt zu Hause. Kennt ihr das? Irgendwie, wenn Mama kommt, wisst ihr, alles wird gut und Mama gibt immer ein gutes Gefühl. Und kaum ist Mama da, hat der Vogel zwei Fliegen schon gegessen. Macho freundet sich auch langsam an. Das ist der Lockruf. Also, isst du jetzt? Das ist so eben gemacht. Oh. Kommst du mal her? Das war nicht schlecht. Britta, hast du einen Vogel? So, wir grübeln jetzt gerade, was wir mit dem kleinen Kollegen hier machen. Aber der hat sich's gerade gemütlich gemacht. Mama hat hier unter so ein Kirschkernkissen gemacht. Und der nennt sich jetzt gerade Sitzheizung. Also, boah, ist das ein Kirschkernkissen? Er braucht einen Namen. Wie wär's mit Bossi? Okay, so ist unser Album, aber ist okay. Lass ihn Beifahrersitz nennen. Der nächste Tag, kurzes Update. Wir haben tatsächlich, glaube ich, die Mutter noch hier im Garten rumfliegen sehen. Und wir dachten uns, scheiße, jetzt haben wir den Vogel angefasst. Wahrscheinlich nimmt die Mutter ihn nicht zurück. Aber tatsächlich haben wir gesehen, wie sie ihn doch noch gefüttert hat und alles. Und jetzt sitzt der kleine Mann hier bei uns. Ich guck mal gerade. Also vorhin war er noch die ganze Zeit da. Sitzt hier bei uns im Garten noch. Moment, ich schau. Oh ja, er ist noch da. Da sitzt der kleine Mann. Ja, keine Ahnung. Man weiß in solchen Momenten wirklich nicht, was man machen soll. Man denkt sich so, man will irgendwie helfen, aber ist es jetzt gut, wenn man hilft? Vielleicht ist es auch umso schlechter, wenn ich irgendwo ein Vogelnest sehe oder so. Dass man wirklich ein bisschen Vogelfutter vor Ort zu Hause hat, wisst ihr? Und die dann einfach ein bisschen füttern kann, so. Falls die Mutter gerade unterwegs ist, zu tun hat, Termine, wie auch immer. Dass man selber so ein bisschen helfen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber dass man ja da nicht unbedingt in die Natur mit eingreift, das will man ja auch nicht. Er ist da jetzt eigentlich gut versteckt und ich hoffe, dass er jetzt bald fliegen lernt und dann auf die Reise kann, ne, sag ich mal so. So, Mirella hat gleich ihren ersten Call und auch eine angehende Mittelohrentzündung und ein sehr unaufgeräumtes Zimmer. Guck mal, wie fett die sind, Dude. Ja, Mirella muss jetzt Antibiotikum nehmen. Alter. Das schaffst du ja wohl, hau weg, die Dinger. Kann ich mir die auch im Po schieben? Teile die doch. Ja, trotzdem, selbst wenn ich die teile, guck mal, wie fett die sind. Ach so, und falls du nichts verstehst wegen deiner Mittelohrentzündung, ja, ne? Was machst du dann? Redet extrem leise irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, viel Glück. Und, du bist nebenan, Digga. Ich weiß, du kannst mich hören, das macht mich kirre. Ja, dann gehe ich runter in den Keller, Digga, wie immer. Ey, immer wenn Mirelle eine Werbung machen muss oder sonst irgendwas, muss ich immer gehen. Hallo Lisa, weißt du eigentlich, wie teuer Kaffeebohnen zurzeit geworden sind? Das ist nicht mehr Angebot-Schnäppchen. Das Schnäppchen ist das Teure, was das vorher war. Oh. Und wenn ich dann abräume morgens den Frühstückstisch und ich sehe, dass deine Kaffeetasse noch ein Drittel mit Kaffee voll ist, dann trinke ich selbst den kalten Kaffee. Vielleicht sieht das ja Herr Arabica oder Mr. Barista. Und kann uns vielleicht sponsoren, weil ich 24/7 Kaffee trinke. Merkt man vielleicht nicht, aber ist so. Hast du kaputt gemacht? Mirelle, ich habe nichts kaputt gemacht. Kann ich was von dir mitnehmen, vielleicht ein paar Oberteile? Ich hab nichts. Ein paar? Ja. Ein paar? Ja. Was heißt denn ein paar? Ja, zwei, drei. Komm, biete mir mal was an. Ich würde dir. Was ist mit dem Blauen da? Dude! Nein, Bohrer da raus. Warum machst du sowas? Nee, raus! Du darfst nichts mitnehmen! Was? Nochmal? Manchmal hat man so einen Moment, wo man denkt, oh, ist alles ganz schön, eigentlich ist das Leben toll. Mhm. Und dann? Und dann schaue ich nach oben, sehe meine Tochter und dann? Hast du ganz schön gearscht. Ich freue mich, ich lebe das, mit dem Hund spazieren zu gehen. Ich freue mich und das macht mir... Hast du schon gesagt, Freude? Ja. Gehst du laufen? Man nennt mich auch. Vorsicht, Karton. Man nennt mich auch Vorsicht. Ich bin ja Hürdenläuferin. Früher bin ich
Immer wieder weg. Ja, für alle, die es nicht wissen, Mama war bei Olympia 2019 Meisterin, ne? Ja. 2019, 2020, 2021 und vor meinen Kindern natürlich. Ganz große Geschichte habe ich da geschrieben, ganz groß. Googelt mal, Britta Maschulo Olympia. Go, 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 Brit! Go, Britta! Go, 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 Britta! Yeah, yeah! Everybody, Britta! Go, 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 Britta! Go, 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 Britta! Go. Burn the calories and go! Burn, 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 burn! Burn, burn the calories! Burn the calories! So, los! Was kann ich mitnehmen? Und such mir nicht die hässlichen Sachen ja, raus! Ja, natürlich such dir die hässlichen Sachen raus! Mach mal richtig ehrenvoll deine neuen Sachen! Ich will... Bitte! Keine Ahnung, probier's doch an. Danke, Dude. Ja, hör! Achso, das heißt noch nicht, dass ich es mitnehmen darf? Ja, achso. Doch, das darfst du mitnehmen. Okay, danke. Okay. Und was ist mit dem da? Das sieht auch ganz süß aus. Das ist auch ein Top. Das darfst du sogar mitnehmen. Eigentlich ist es mir heilig. Warum? Aber ich trag's nicht so gern. Warum? Aus Gründen, die ich jetzt nicht preisgeben will. Okay. Ja, dann gib's mir mit. Aber nicht geschenkt jetzt. Nein, um Gottes Willen. Aber das ist rückenfrei, ne? So, oh Gott, aber das hat Integrierten Bilder. Nein! Ja! Nein! Das ist ja der Wahnsinn. Schickilacki, ne? Ja, schickilacki. Pack mal rauf da auf die Schulter. Okay, jetzt wirklich? Oder machst du das jetzt dann für Vlog? Nee, ich tue nur so für Vlog. Ja, wir sind doch Fake-Bitches. Ja, Bitches. Dann muss ich das dann wieder da rein wollen. Das war Spaß. Ich nehme das wirklich mit, Mann. Weißt du was, das reicht schon. Vielen Dank. Ich danke dir hiermit. Mach's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen, denn es wird Zeit zu gehen. Oh. Ich bin krank. Ah. Dirties, ich fahre nämlich heute eine Woche lang nach Italien. Italia! Und ich kann die Sprache. Ja. Oh. Da kommen Leute. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich nicht mit. Ja, du hast eine Mittelohrentzündung. Und ich gehe ans Mittelmeer. Das ist so traurig, ne? Das ist wirklich eine Sache, die ich sehr bedauere, dass ich da jetzt nicht einfach hinfahren kann und sagen kann, hey, si, pero, gimme, so, sondern ich muss da hin und so, yeah, hi. Hast du mir gerade einen Po-Piekser gegeben? Ist ist unpässlich jetzt gerade, ja. Und auf jeden Fall, freue ich mich auf Italien. Guarda bella luna. Ah, da liebe da! Ey, vielleicht fahre ich wirklich nach Venedig, ne? Cinnamonica. Pernasonica. Die neue Pernasonica mit dreifach Ausführung. Ich fahre vielleicht wirklich nach Venedig. Ja, cool. Ist meine Stirn groß? Das habe ich mich letztens schon gefragt. Ja, und ich finde diese. Nee, jetzt mal ehrlich. Landebahn. Nee, wirklich, jetzt sag mal. Ist meine Stirn groß? Also, man kann auf jeden Fall. Ja. Guten Wobble-Dabble machen. Ein Wobble-Dabble. Darf ich dir ein paar Worte sagen zum Abschied? Nicht so gerne. Ich mag dich gerne. Durch deine Augen sehe ich die Sterne. Und wünsche mir aus der Ferne. Das kriegt ihr schon rein, ne? Jetzt wird's blöde gerade. Wünsch mir aus der Ferne. Ich helf dir mal. Dass ich dich jetzt hier gerne in meinen Armen hätte. Ich schenk dir eine Kette. Ist das deine Facette? Oder doch dein wahres Gesicht? Ich weiß es nicht. Ich liebe dich. Du, ich habe mich gerade gefragt, wie kommt eine Mittelohrentzündung? Eine Mittelohrentzündung? Ja. Ich glaube, durchs Arschloch, durch den Darm. Ach so. Mittelohrentzündung? Ursachen. Das raschelt. Ich mache jetzt was, Mama, ist da, okay? Ist da Dom drin? Nein, hey, ich will auch. Hey, was ist da los? Halt's Maul. Es tut weh, jetzt ohne Witz in oder Reinschweiß. Oh, tut mir leid. Die bakterielle akute Mittelohrentzündung wird häufig durch Pneumokokken. Und Streptokokken. Das kommt mir bekannt. Das ist hier Mandel. Ich hatte doch Mandel. Oh mein Gott. Wir haben die Ursache gefunden. Eine Mandel-Mittelohr-Ursache. Die Bakterien gelangen aus dem Nasenrachenraum über die eustachische Röhre, die Ohrtrompete. Ich hab eine Opa im Ohr. Eine Opa. Da darf ich mal hören, was da gerade gespielt wird. Guarda bella luna. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, schmeißt du eine Hausparty, wenn wir nicht da sind. Weil, wenn ich wiederkomme aus Italien, fliege ich mit Mama nochmal weg. So Tochter, Mutter, Mutter, Wochen Tochter, nicht. Vater, Sohn. Vater, Sohn. Ich hab dich 2 Wochen nicht. Ja.
Ja, tu mal jetzt nicht so, Alter. Ich würde eine Hausparty feiern. Skede, Hausparty, Hausparty. Ich habe genauso wenig Freunde wie du. Soll ich deine einfach mit einladen? Ja, gut. Ey, klasse. Grüß sie von mir. Und wäre mal toll, wenn du deine Butze hier aufräumst, ja? Du, ich habe eine Mittelohrentzündung. Ja, und das ist... Hast du schon mal mit einer Mittelohrentzündung ein Zimmer aufgeräumt? Nee, ich denke nicht. Junge, lass es. Heißt das dieses Bad rasieren? Ja. Machen wir ein bisschen. Ja. Du, da reicht... Da reicht er nicht. Nein, mach mal jetzt ehrlich. Wie eine Heckenschere. Mach mal. Habe ich von der Seite so Haare? Nein, völlig doll. Digga, komm mal. Ich höre die Bart. Alter, auf. Peter? Nee, Peter. Sieht gut aus von der Seite? Nee. Wenn du mich jetzt von der Seite sehen würdest, würdest du mich ansprechen? Nee. Von vorne? Weißt du? Nee, erst recht nicht.